Zahlreiche Prominenz besuchte kürzlich das Haus für Mozart, um der feierlichen Übergabe des Wolfgang-Schüssel-Preises der International Salzburg Association an Cecilia Bartoli beizuwohnen. Die wurde vom Landeshauptmann gefragt und ich habe natürlich freudig zugesagt, denn Salzburg ist ja die Kulturhauptstadt der Welt. Ich bin sicher, dass gerade Künstlerinnen und Künstler, die jeden Tag auf dem Prüfstand stehen, glücklich sind, wenn einfach nur eine Welle der Zuneigung, der Dankbarkeit auf sie zurückschwappt. Sie prägt diesen Pfingstfestspielen auch programmatisch, auch inhaltlich und vor allem in den Titelrollen, die sie ja selbst auch noch singt, unglaublich den Stempel auf. Ehrungen wie diese machen natürlich große Freude, aber für Cecilia steht Musik über allem. Es ist für sie und für mich eine große Ehre und war wunderbar. Ich habe geweint. Er hat mich zum Weinen gebracht. Das mag ich gar nicht. Auch meine Mutter musste weinen. Was bedeuten Ihnen Ehrungen wie diese? Solche Preise wecken in mir viele Emotionen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll und danke allen. Der Preis bestärkt mich darin, auch weiterhin mit meiner ganzen Kraft dieser wunderschönen Berufung zu folgen. Preise bringen zu Licht die Arbeit von einem Künstler und einer Künstlerin wie Cecilia. Wir freuen uns alle. Der größte Preis ist die Liebe vom Publikum. Das ist natürlich, das ist es so.